ja auf dem Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2015 in Berlin und sprechen mit Dr. Stefan Drauschke, Trainer, Coach und Veränderungsbegleiter von der Next Health GmbH. Herzlich willkommen, Herr Drauschke. Schönen guten Tag. Change Management, was ist das eigentlich? Change Management ist eigentlich das Managen von Veränderungsprozessen. Also es geht darum, die Schritte, die einzelnen, die Abfolge von Change so flüssig und gängig zu machen, dass man da ankommt, wo man hin möchte. Und das ist Prozessmanagement im Grunde genommen. Was mache ich erst, was mache ich dann? Daneben gibt es noch den Führungsaspekt, weil führen kann man nicht Prozesse, sondern nur Menschen. Man muss natürlich auch Menschen führen im Change. Aber es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Führung um Change und Change Management sind die beiden Begriffe, auf die es ankommt im ganzen Spiel sozusagen bei der Veränderung. Wenn man mal von der Theorie zur Praxis geht, was ändert sich, wenn Sie mit einer Geschäftsführung, einem Vorstand oder Ähnliches gearbeitet haben? Wenn wir mit dem Führungsteam gearbeitet haben und mit den weiteren Führungskräften, Mitarbeitern, ist in der Regel die Rollenklarheit hergestellt. Wer ist für was verantwortlich, was tue ich eigentlich? Sind die Ziele klar, sind die Maßnahmen klar? Das ist so auf der oberflächlichen Ebene. In der Regel ist es aber auch so, dass wirkliche Mitwirkung möglich war. Nicht im Sinne von Basisdemokratie, sondern was ist mein Beitrag zum Ganzen, war möglich gewesen. Und ein Stück auch Mediation. Das heißt, wenn Sie unterschiedlichste Meinungen haben, ist es auch unsere Aufgabe, jeden dazu zu hören und jeden Beitrag auch zu würdigen und wahrzunehmen im Change. Mhm. Gibt es da konkrete Beispiele, die Sie nennen können? Ja, das eine ist, dass wir in einem Universitätsprojekt ein Gesamtzielkonstrukt hatten mit vielen sozusagen Mosaiksteinen des Zielbildes. Und als wir die Abschlussveranstaltung hatten, kam ein Mitarbeiter und meinte, schau, dieser Satz, genau dieser, der ist von mir. Und war ganz stolz darauf, dass er einen Beitrag leisten konnte, der auch sozusagen später noch zu sehen war. Das ist ein Beispiel. Das andere war, dass wir in einem anderen Prozess viel Widerstand hatten und Einzelne gesagt haben, nee, so geht das nicht und so will ich das nicht. Und wir mehrfach die Frage stellen konnten, was müsste sein, damit es geht. Wir konnten dann wertvolle Hinweise bekommen, was man sozusagen vom Alten ins Neue portieren konnte und konnten viele von denen noch dazu bewegen, im Neuen dann mitzumachen letztendlich. Führen im Wandel heißt ja Ihre Kolumne in der Zeitschrift Clinic Mod Insights. Was sind die Strömungen im Bereich der Unternehmensführung im Gesundheitsbereich, die diesem Wandel unterworfen sind? Zum einen ist es der Wandel an sich im Sinne von Halbwertszeit von Führungskräften. Wir erleben, dass ein relativ rascher Wechsel zum Teil in der Szene da ist und Führungskräfte zum Teil nicht so ganz lange mehr vor Ort sind, sondern schnell ausgetauscht werden. Das ist eins, was Neues. Das zweite ist, glaube ich, das Thema Arbeitgeberattraktivität. Also wie bin ich so attraktiv, gute Leute zu finden und auch zu halten auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit guter Führung so zu arbeiten, dass die Menschen tatsächlich tun, was zu tun ist. Das sind die beiden wesentlichen Trends, glaube ich, aktuell. Wo sehen Sie den größten Bedarf an Wandel in Unternehmensführung? Das ist, glaube ich, tatsächlich Führungskultur. Natürlich ist es wichtig, den Menschen zu sagen, wo es lang geht und Ziele auszurufen, das ist das eine. Aber auf eine bestimmte Art zu führen, dass dieser Begriff gute Führung definiert ist für das Haus, ist wahrscheinlich sehr wichtig. Gute Führung im Sinne von Verhalten, was muss ich tun als Führungskraft, im Sinne von Können, was ist das, was ich tatsächlich als Führungskraft können muss, um mich so zu verhalten und schließlich die Werte, also was ist das, was wichtig ist, was Überzeugungen sind im Unternehmen, weil das treibt letztendlich Verhalten und auch Können. Da Klarheit zu finden und diesen Begriff gute Führung zu definieren und danach zu leben, ist wichtig. Und was da vielleicht noch wesentlich ist, ist der Umstand, Spielregeln sind nicht teilbar. Das heißt, Führungskräfte sollten schon auch tun, was sie sagen und als Vorbild daherkommen. Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Bedarf in auch deutschen oder deutschsprachigen Krankenhäusern im deutschsprachigen Raum. Herr Dr. Drauschke, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.